frei vom Denken, frei vom vielleicht zwanghaften Denken, vom Vieldenken. Wir denken wahrlich pro Tag ca. 70.000 Gedanken. Und zwar die allermeisten Gedanken sind immer wieder dieselben. Beobachte gerade mal deine eigenen Gedanken und frag dich gerade diese eine Frage. Bin ich mit meinem Denken in der Fülle, in der Freude, in den Möglichkeiten, im Wow? Oder bin ich mit meinem Denken mehrheitlich die allermeiste Zeit im Mangel? Was noch nicht gut ist, was verbessert werden muss, welche Ziele, dass ich anstrebe, was ich da alles tun muss und Stress erzeuge? Wenn man es richtig macht, sind sogar die allermeisten Ziele hinfällig. Man erreicht das Doppelte und das Drei- und Fünffache von dem, was man sich eigentlich als Ziel ausdenkt oder ausdenken kann, wenn man die Dinge anders macht. Darum muss man sich wirklich fragen, wie kann ich frei werden vom zwanghaften Denken, vom zwanghaften Nachdenken, vom immer wieder im Kreis denken und nochmal und nochmal. Da ist eine Stimme im Kopf, die hat wirklich das Potenzial, einem wahnsinnig zu machen. Da habe ich eine sehr schöne Empfehlung für dich. Ein Film, ein sehr schöner Film, ein Pixar-Film, Soul. Und in diesem Film siehst du sehr gut auch dieses Thema, der spezielle Funke. Und Joe hat seine Erfüllung gesucht, hat Ziele verfolgt, wollte dies und jenes erreichen, hatte Stress, hatte zu wenig Zeit, musste laufen, war nicht glücklich. Und dann kam die 22 ins Spiel. Du wirst sehr viel Freude haben mit diesem Film. Dann kam die 22 ins Spiel und war auf der Suche nach dem Funken und hat diesen Funken gefunden. Das ist genau das, was ich meine. Und beobachte die einzelnen Passagen in diesem Film. Denn die Thematik ist hier ganz genau das Gleiche. Wir sind so eingespannt, so gefangen im eigenen Denken. Wir sind so beschäftigt mit Neuem dazu erlernen. Das ist gut bis zu einem gewissen Punkt. Aber wir hören dann nicht auf mit Dinge lernen. Und wir füttern unseren Wissenskopf mit immer noch mehr Material. Wir erlernen immer noch mehr, erfahren und erleben aber immer weniger. Lernen wir, im Moment zu sein, jetzt. Und frag dich immer wieder, wenn dein Kopf spazieren geht, und unser Kopf geht ja permanent spazieren, in die Vergangenheit, in die Zukunft, irgendwohin, gerade nicht jetzt. Und frag dich, wo sind jetzt meine Füße? Ja, genau da. Okay, und da bin ich jetzt. Dann könnten wir genau das jetzt sehen, erleben, spüren, fühlen, riechen, wertungsfrei beobachten, einfach anschauen. Und wir merken dann sehr schnell, da oben wird es ruhiger. Es wird total entspannt. Eine schöne Übung. Beobachte die Dinge, die du siehst. Greif oder fass Dinge an, die du gerade zur Verfügung hast. Einen Ast, ein Gras, ein Grashalm, Blumen. Schau Blumen an, schau die Natur an, schau, was du siehst. Beobachte es, als wäre es das Einzigartigste, was du jemals gesehen hast. Beobachte diesen Moment. Beobachte das, was jetzt ist. Und das ist eine sehr hohe Qualität. Und weißt du, was noch passiert? Etwas ganz Geniales. Und das hast du sicher selber schon oft erlebt. In einem Moment, wo du nicht über etwas nachgedacht hast, wo du vielleicht abgelenkt warst oder gar nicht jetzt krampfhaft nachgedacht hast, auf einmal war eine Lösung da für ein Thema, wo du so lang gesucht hast. Auf einmal hattest du eine Idee. Ja, genau so mache ich es. Das passiert sehr oft in der Früh beim Aufwachen oder vor dem Aufstehen, dass man einfach einen Gedanken hat und sagt, ja, genau, ah ja, genau, so geht's. Oder beim Zähneputzen. Oder hat man sogar mal eine Studie gemacht bei Managern, bei Top-Managern. Wo und wann haben sie die besten Ideen? Ja, genau,
beim, ich glaube, das machen die alle jetzt viel zu wenig, beim Abwaschen, Manager und Abwaschen, das ist cool, beim Abwaschen, beim Unkrautjäten, beim Spazierengehen, beim nicht darüber nachdenken, bei ganz belanglosen Dingen. Ja, wenn es doch Studien dazu gibt und wenn es doch so viele Menschen erleben, wurscht, wir können es jetzt machen und zwar jetzt. Und ein bisschen Übung, ja klar, ein bisschen Übung, weil der da oben geht auf einmal in der Früh an den Start und sagt, so, und jetzt spulen wir unsere 70.000 Gedanken wieder runter. Das macht der vollautomatisch. Er meint es auch nur gut. Aber da oben findet das Wissen statt, das ist in Ordnung, aber das Erleben, das kreative Erfahren, das Lebendige, jetzt im Moment erkennen, fühlen, spüren, sehen, beobachten, riechen, schmecken, Begegnungen, Menschen, Interaktionen, Kommunikationen, das ist jetzt, das findet genau jetzt statt. Und die höchste Form der Kommunikation, mach gerade mal den Test, wenn du mit jemandem sprichst und beobachte dich gerade mal selber und stell dir vor, wir können wirklich uns selber beobachten. Unser Denken, unseren Körper, alles. Beobachte dich gerade mal selber, währenddem, dass dir jemand was erzählt oder mit dir redet, da bereitet sich der da oben schon eine Antwort, ein Argument, ein Beispiel oder irgendwas vor, das er dann gleich, wenn der andere endlich aufhört zu reden, gleich platzieren kann. Das ist nett, aber der da oben kann wirklich zum Wahnsinn führen. Ich habe das bei Menschen so oft erlebt. Das führt in ein absolutes, finsteres Loch. Raus aus dem Denken, Dinge beobachten, Dinge wahrnehmen. Und der Film, du wirst viel Freude haben. Soul. Unglaublich toll gemacht. Aber der Sinn dahinter, finde den Funken. Und genau das wünsche ich dir. Schön, dass du bei diesem Video dabei warst. Und ich hoffe beim nächsten Video. Bis bald.